Hallo Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch So klingt dein Herz von Cécile Ahern aus dem Fischer-Krüger Verlag vorstellen. Ich habe mir das Ganze letztes Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt gekauft, als sie dort signiert hat. Und lese euch den Klappentext vor, weil ich nicht möchte, dass ich zu viel verrate. Außer, dass es eine Sinfonie der Wörter ist. Die junge Laura lebt im Verborgenen im Westen Irlands. Niemand weiß, dass es sie gibt und dass sie eine besondere Fähigkeit hat, die Welt zum Klingen zu bringen. Als der Atollingenieur Solomon im Wald auf Laura trifft, fühlt er sich sofort magisch von ihr angezogen. Doch auch Solomons Lebensgefährtin, die Regisseurin Bo, ist fasziniert. Sie möchte einen Film über die geheimnisvolle Laura drehen. Über Nacht findet sich Laura in unserer lauten, modernen Welt wieder. Kann ihre Gabe ihr dabei helfen, das Glück zu finden und die Liebe? Wie gesagt, das Buch ist eine Sinfonie der Wörter. Es ist so magisch und so wundervoll und so einzigartig und schön und einfach typisch Cécile Ahern. Sie schreibt immer mit einer Leichtigkeit in der Tiefe, dass ich jedes Mal beeindruckt da sitze und einfach nur mich sofort immer wieder aufs Neue in ihre Geschichten verliebe. Sie ist nicht umsonst meine Lieblingsautorin und auch dieses Mal hat sie wieder bewiesen, dass sie es noch drauf hat. Es gab so ein paar Phasen bei ihr. Da gab es so ein paar, ja, wo man dachte, Aber sie ist immer noch da. Sie ist hier aber und schreibt immer noch so bezaubernd und einzigartig und wundervoll. Und ich liebe es einfach. Es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Und Laura ist so unfassbar naiv und geht teilweise echt blauäugig in diese Welt hinaus. Aber auch, weil sie nichts anderes kennt. Sie lebte in der Illusion, sie lebte abgekapselt von der Welt. Sie lebte einfach nur für sich. Zuerst ist sie natürlich bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter aufgewachsen. Aber auch dort wurde sie versteckt. Niemand, wirklich niemand weiß oder wusste, dass es dieses Mädchen gibt. Und erst als besagte Filmcrew plötzlich auftauchen, wieso, weshalb, warum, verrate ich natürlich nicht, aber ändert sich dann auch Loras Leben und so vieles passiert. Ja, sie ist wahnsinnig, wahnsinnig naiv. Und manchmal ging das auch schon ein bisschen auf den Keks, ging mir das auch ein bisschen auf den Keks, wie naiv sie war. Und dass sie auch ein bisschen. Aber am Ende muss ich sagen, hat mir dieses Buch einfach wieder das Strahlen zurückgebracht. Es ist einfach, ich muss einfach immer wieder strahlen, weil es ist hier. Und ich glaube, es ist tatsächlich meine Zweitlieblingsgeschichte von ihr, würde ich fast behaupten mittlerweile. Kommen wir direkt zu meiner Gesamtbewertung und weiß, dass es keine richtige Rezension ist und das tut mir leid, aber ich bin einfach hin und weg von dieser Geschichte und mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Das Cover ist schlicht und einfach. Es zeigt, ich glaube, das sollte schon ein Leierbird sein, wie eben auch der englische Titel ist. Der Titel selbst ist wirklich super schön. So klingt dein Herz. Es ist eine Sinfonie, wie gesagt, es ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Inhalt ist für mich wirklich auch, das ganze Buch ist 5 von 5 Sternen, ich kann es nicht ändern. Und ich bin bei Cécile Ahern immer ein bisschen voreingenommen, das stimmt. Aber gerade wenn man einen Lieblingsautor hat, kann man sehr, sehr enttäuscht werden, weil die Erwartungen wahnsinnig, wahnsinnig hoch sind. Das ist tatsächlich so. Und man geht immer mit einer bestimmten Haltung an eine Geschichte heran, und kann so umso tiefer fallen. Das ist tatsächlich der Fall. Das ist tatsächlich so. Wenn man im Prinzip nie enttäuscht wurde, kann man umso ja. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Ich bin nicht enttäuscht. Ich liebe diese Geschichte. Es ist wahnsinnig schön und schaut es euch an. Ich
bin einfach Fan von ihr und habe mir die Geschichte tatsächlich auch als Film vorstellen können. Und das ist toll. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dieses Buch verfilmt und würde es sehr, sehr gerne auch wirklich sehen. Im Kino zum Beispiel. Im Wie für immer vielleicht der Fall war. So klingt dein Herz. Cécile Ahern, eine wunderschöne Geschichte, die tatsächlich auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye.